Moin, liebe Freunde der gepflegten Angelkunst und herzlich willkommen zum neuen Angel für meinerseits. Ich bin wieder in ewiger Angelmission, einen dicken Fisch zu fangen. Heute gehe ich mal so ein bisschen auf Stör, aber nicht alleine. Habe ich mir überlegt, nimmst du mal den Pascal Esser mit? Der ist, den werdet ihr vielleicht von einem Film, glaube ich, genau von dem Weltfilm, den ich mal vor 2 Jahren hatte, also mein PB-Fisch quasi. Da taucht er einmal auf. Heute kommt er mit mir. Im Übrigen auch einen großen Dank an dieser Stelle an ihn. Der ist häufig hinter der Kamera und filmt mich bei meinen ganzen Aktivitäten. Und heute nehme ich den mal mit. Ich rufe den jetzt am besten mal an und frage mal, ob der Zeit und Bock hat. Also der muss Bock haben, anders geht das nicht. Ich versuche den jetzt mal anzurufen und dann schauen wir mal weiter, was dann so Sache ist. Moin Ewald. Moin, was geht ab? Nix bei dir. Hast du Bock zu angeln? Ja, klar. Super, das was anderes habe ich nicht erwartet. Ja, ich sitze schon im Auto, Angelsachen sind schon gepackt und ja, ich warte nur darauf, dass ich dich einsammeln kann. Schmeiß mal deinen Angelkrempel rein und dann fahren wir los, würde ich sagen. Ja, alles klar, ich suche alles zusammen und dann treffen wir uns vorne. Ja, ja, meinetwegen kannst du jetzt schon kommen, ich bin jetzt schon da. Ich habe gedacht, du... ja gut, ich würde sagen, komm mal nach vorne und dann ja, sehen wir weiter. Alles klar, bis gleich. Wunderbar, das hat ja super funktioniert. So lobe ich mir das. Na? Bist du bereit? Ja, nicht, dass du mich jetzt erschlagen willst mit dem Ding. Was hast du damit vor? Ich wollte oder hab gerade die Batterien gewechselt. Ja, wunderbar, weil das passt. Das Ding war leer beim nächsten Nacht. Eigentlich. Dann passt das hier sehr gut, was Leute vorhaben. Weißt du, wo wir hinfahren? Wo geht's hin? Willst du raten? Nein, komm, verrat. Stell dich nicht vor. Wir fahren zur Grafenmühle. Yes. Bisschen Störangeln. Wolltest ja schon immer hin, hast du mal gesehen. Wollte schon immer, richtig. Ja, cool. Ja, heute hast du die Gelegenheit. Wir gehen heute ein bisschen auf Stör und gucken, was wir so ans Band kriegen. Ja, ich würde sagen, wir packen jetzt dein Zeug in die Karre und dann geht's los, ne? Wollte ich gerade sagen. Ich gehe nach hinten, hol die Sachen und dann let's go. Alles klar. Ja, dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ja, Freunde der Angelkunst, wir sind endlich angekommen. Hier links neben mir sind schon die Karpfen-Grundrouten aufgebaut. Im Hintergrund seht ihr vielleicht schon die Posenrouten aufgestellt. Ja, Pascal, das erste Mal Grafenmühle für dich, ne? Heute das erste Mal. Ja, auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick muss ich sagen, super Atmosphäre, viel entsprechend. Fisch sind sehr aktiv. Kann man laut sagen. Auf jeden Fall. Also man hört ja auf jeden Fall... Irgendwie springen. Minutentakt Fische springen. Aber gut. Ja, ansonsten, wolltest du noch was sagen? Also, sorry. Alles gut. Hey. Was zu sehen war, ne? Wie wir eben schon gesehen haben, in der Mitte den riesigen Stör. Den haben wir auch mitbekommen, ja. Auf die sind wir natürlich heute scharf und auch auf so einen, ja, auf einen Störgiganten, warum nicht? Die schwimmen ja auch rum. Und ja, heute auf jeden Fall. Uferangeln ist halt angesagt. Normalerweise, wie ihr in den anderen Videos das kennt, haben wir immer ja, ganz komfortabel vom Hausboot aus geangelt. Heute ist Uferangeln angesagt. Ist ja auch mal was anderes und was Schönes. Und ja, ködertechnisch haben wir heute folgende Sachen dabei. Zu einem haben wir hier so einen halben Eimer voll mit normalen Highboot-Pellets dabei. Dann den ganz großen Klassiker Räucherlachs. Kennt jeder Störangler. Dann haben wir hier noch so ein paar selbstgefertigte Boilies. Die haben hier so ein, ich kenne die Rezeptur übrigens nicht. Also ich rieche auf jeden Fall hier Frohlig und irgendwie was Fischiges raus. Und so als kleine Praline haben wir hier gesaugte Pellets. Das sind auch Heilboot-Pellets. Lachsöl, das kann man sofort rausriechen. Und ja, so viel dazu. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Pascal, wir bauen jetzt weiter erstmal auf. Ich sehe auch, dass es sich dort schon zuzieht. Das ist ja auch das Schöne auch hier. Man muss nicht unbedingt ein Hausboot nehmen oder wenn alle Hausboote belegt sind, muss man nicht die Angst haben, dass man jetzt irgendwie gar kein Dach über dem Kopf hat. Hier an der Grafenmühle hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich auch ein Zelt aufzustellen. Und ja, die Möglichkeit nutzen wir auf jeden Fall aus. Und ja, ich denke mal, das machen wir als erstes, bevor wir und das ganze Zeug nass ist oder wird. Und ja, alles Weitere dann im späteren Verlauf.
Kommen wir mal ganz obligatorisch zur Geräte- und Montagenerklärung. Ich habe hier zu einem, die haben ja gesagt, wir fischen heute zwei Posenrouten und zwei Grundrouten. Die Posenroute hier, beziehungsweise die Posenmontage, ähnelt sich sehr stark der anderen. Die kann ich aber auch gleich einmal kurz ins Bild zeigen. Aber auf die zweite Posenroute werde ich da nicht so großartig eingehen, weil hier ist es einmal erklärt und wenn ich es bei der anderen erklären würde, wäre es doppelt gemoppelt. Ja, hier eine Route, wie es jeder andere kennt, aber hier eher Hauptfaktor der ganzen Angelei für die Posenangelei ist halt hier so eine, ja, so eine Posenmontage. Ganz oben, wir haben ja vorhin schon ausgelotet, ganz oben ungefähr 1,70 Meter, 1,80 Meter ist ein Gummistopper und hier eine Laufpose, die hier sich hin und her bewegen wird. Ja, gefolgt halt hier von so einem kleinen Tröpfchenblei und dann einem kleinen Karabinerwirbel und dann hier gefolgt von einem 40, 45 cm langes Mono-Vorfach. Stärke, so vom Gefühl her, ist es ja so eine 25er, eher eine 30er, aber, oder was sagst du? Ja, 25er, 30er. Ja, ne? Also ich tendiere mehr zur 30er, aber braucht man bei Stören. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will. Klar, so ein Küchenstör bekommt man auch mit einer 25er ganz vernünftig gedrillt. Und ja, ansonsten habe ich hier so einen 6er Haken. Kommen wir eben zu den Grundrouten. Eigentlich sind das alte Bekannte für euch. Das sind meine Flussstöcke. Ja, gehen eher in die Richtung schwere Karpfenrouten. Und das wird heute werden unsere Grundrouten heute darstellen. Hier natürlich, die Rolle ist ein bisschen überdimensioniert für das Gewässer hier. Aber so wissen wir zumindest, dass der Fisch nicht wegkommen kann. Ne? Ja, montagentechnisch ändert sich ja auch großartig nichts von meinen Flussangeleien und von meinen herkömmlichen Karpfenangeleien. Hier haben wir ja so ein Tube, ungefähr 40 cm, dann hier gefolgt. Das Blei kommt gleich drauf, aber müsst ihr euch vorstellen, hier würde ein Blei dann hängen. Und ja, dann haben wir hier ungefähr ein 20 cm langes, weiches, geflochtenes Vorfachmaterial. Ja, der Haken ist, glaube ich, auch ein 6er oder eher ein 8er, ja, wobei eher ein 6er. Und dann halt hier das Haar, wo nachher der Pellet, der Räucherlachs oder je nachdem, was ich gleich drauf machen werde. Hier werden ja die Köder so ein bisschen von Route zu Route etwas, einzeln, sag ich mal, beködern. Auf der einen Route kommt dann irgendwie ein Pellet, auf der einen Route dann Lachs und auf der einen Route vielleicht ein Boilie und sowas. Ja, und so werden wir dann halt vorgehen, um zu gucken und um auch zu lokalisieren, wo die Störe sich aufhalten werden. Mit einem Pellet läuft die Gefahr, aber wir bestehen auch die Chancen auf den Karpfen. Das begrüße ich natürlich auch, aber heute ist Hauptthema Stör. Und ja, bei der zweiten Grundroute, da werde ich aber definitiv nicht großartig eingehen. Da hast du ja selber gesehen, da tut sich wirklich nicht viel. Das ist eigentlich dasselbe, außer das Vorfachmaterial, das ist etwas steifer und dicker. Und ansonsten der gleiche Stock, die gleiche Rolle. Aber im Großen und Ganzen alles gleich. Ne? Nur bei der bei der ganzen Posenangelei, da sind vielleicht ein, zwei kleine Unterschiede. Ja, Pascal, ich würde sagen, kommen wir mal endlich mal zum lustigen Teil des Tages, nämlich Angeln und beködern wir wofür mal. Wofür, ne? Ob hier sind. Wofür eigentlich hier sind, genau. Aber gut, das muss ja auch sein, nur wenn man das halt auf Film und Kamera festhalten möchte. Gut, legen wir los. Let's go. Tschüss. Ihr habt gesehen, der Pascal, der hat seine Routen ausgebracht, beziehungsweise unsere Routen. Ist ja nicht jetzt seine Posenrouten und meine Grundrouten. Egal, was beißt, es wird als uns verwertet. Und so sollte es auch bei Unterangelkollegen so sein. Nichtsdestotrotz komme ich jetzt mal erstmal zu meinem Paar zu sprechen hier. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, hier ist Safety the Bull Trick mit einem kurzen Vorfach halt. Hier, das ist ein bisschen einen Zentimeter länger gewählt als das erste. Ja, hier, ihr könnt schon ganz normal sehen, ich habe hier so zwei Pellets hier auf das Haar gezogen und die sind übrigens gesaugt in diesem Lachsöl. Und dadurch erhoffe ich mir auch natürlich, dass da hier einer der guten Störe beißt. Über so einen Küchenstör natürlich bin ich auch natürlich äußerst zufrieden. Und erstmal bevor wir jetzt hier große Töne spucken und hier irgendwelche über große Fische reden, machen wir hier erstmal hier die dritte und vierte Route rein und schauen, ob überhaupt was geht. Aber ich bin guter Dinger.
Pfoten sind draußen, Fische sind aktiv, ab und zu springt eine Forelle, zwischendurch mal auch ein guter Stör. Hinter uns steht auch das Zelt, da müssen nur noch nachher die Liegen rein und ja, dann ist eigentlich einer entspannten und schlaflosen Nacht hoffentlich nichts, ja, steht da nichts mehr im Wege. Ja, Pascal, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier sein können. Und ich mich auch. Ja, hoffen wir mal, oder ich sag mal so, auf eine schöne Zeit. Und sobald sich was tun wird, seid ihr natürlich auf jeden Fall mit dabei. Die Nacht hat angebrochen, oder besser gesagt, eine gute späte Dämmerung hat angebrochen. Heißt, Zeit für Knicklichter. Hier das Knicklicht, das ist schon längst ausgebrannt. Das schmeiße ich gleich weg, leg's nur erstmal hier hin. Und ja, ich habe jetzt für mich neuerdings eine neue Variante von Knicklicht entdeckt. Und zwar hier so eine Art elektronische. Also es leuchtet auch ziemlich hell und von der Farbgestaltung genauso wie ein herkömmliches Knicklicht. Ja, wenn man es ausmachen will, kann man es, ja, dreht man hier ein bisschen dran. Und wenn man es anmachen will, dann dreht man das ja zu oder fest. Und ja, und dieses Knicklicht passt, soweit ich weiß, in jede normale Pose. Das ist ja soweit, denke ich mal, alles auch genormt. Das fällt auch nicht raus. Und ja, die Knicklichter habe ich übrigens auch hier vom Carsten Neumann bekommen. Eine super tolle Sache. So als kleinen Tipp, als nebenbei wollte ich mal erwähnt haben. Und ist halt auf jeden Fall sehr nachhaltig. Erstens fürs Portemonnaie. Also das ist ja eine Anschaffung und dann hat man halt sehr lange was davon. Und halt auch von dem, aus ökologischer Hinsicht, sage ich jetzt mal, da hat man nicht so eine, ja, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, die man an Müll produziert, aber wenn man es auf die Masse hochrechnet, ist das schon ordentlich, was dazu kommt, so jetzt haben wir es. Aber damit ist es eigentlich eine ganz gute Lösung, finde ich, und wir werden die heute auf jeden Fall so beangeln. Ja, die gleiche Chose kommt gleich auf jeden Fall auf die andere Knicklichtpose und dann schauen wir mal, was die Nacht so bringen wird. Guten Morgen, Leute. Der erste Fisch nach unzähligen Schnurschwimmern und Fehlbissen. Ist jetzt hier mal was Ordentliches eingestiegen, also Karpfenrute ist krumm und die gute Rolle, die kreist auch hin und wieder mal durch. Eben gerade eine schöne Flucht hingelegt und schauen wir mal, was so gleich am anderen Ende da zum Vorschein kommt. So, und wunderbar, sehr schön, ja. Puh, ein bisschen außer Puste bin ich ja schon, ne? Und dann haben wir den Eimer hier. Ja, ihr könnt sehen, ein Schuppenkarpfen. Heute als Beifang abgestempelt. Ist ja nicht so der Zielfisch heute gewesen, aber gut, beim Pellet bleibt das nicht aus, dass auch so ein Karpfen beißt. Egal, ich freue mich, hat einen super schönen Drill abgeliefert. Moin Freunde, ja, nach der Morgendämmerung scheint uns die Morgensonne fröhlich ins Gesicht. Die Sonne hat ordentlich Kraft und wärmt auch unsere freien Körperstellen. Ich habe noch die Jacke an, aber das ändert sich gleich auch, wenn der Rest gleich zusammengepackt ist. Wir haben noch jeder hat noch eine Rute draußen, so, um zu versuchen, den Einpackfisch zu fangen. Kurzbericht hier von der Nacht, bis auf ein paar Schnurschwimmer und den Karpfen, den ihr gesehen habt, ging eigentlich so weit nichts. Aber man kann sich das ja nicht immer aussuchen, was man halt fängt. Besonders halt, wenn man jetzt mit Pellets fischt oder sowas, dann ist es eigentlich, ja, gehört ein Karpfen meistens als Beifang dazu.
Der Pascal hat ja kurz nach der Dämmerung oder vor der Abenddämmerung auf jeden Fall hat er einen kleinen Satz Karpfen gefangen. Den Drill haben wir jetzt nicht eingefangen können, weil der Drill war so kurz, dass ja, da war der schon im Kescher. Aber ich blende in dem Moment ein Foto ein, damit ihr sehen könnt, was das für einer war. Ja, ihr könnt sehen, auf jeden Fall ja, so ein ordentlicher Weihnachtskarpfen. Und ja, da ist mein Karpfen etwas größer ausgefallen. Aber gut. Wie gesagt, man kann es. Besser als kein Fisch. Ganz genau, ja, ist ja auch so, ne? Und ja, wie gesagt, man kann sich das halt mit der Fischart nicht so ja, hundertprozentig aussuchen. Ist halt jetzt nur mal so gekommen, dass es jetzt zwei Karpfen gab, statt ein Stör oder zwei Störe. Egal. Wir hatten eine Menge Spaß, das ist die Hauptsache, würde ich sagen. Und ja, Pascal, wie hat es dir jetzt eigentlich so großartig hier gefallen, dein erstes Mal Karpfenmühle? Also, fürs erste Mal war es gar nicht mal so schlecht. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass hier der Teich auch komplett umzäunt ist. Ja, das stimmt. Dass man hier gar nicht irgendwie Gedanken machen muss, dass man, wenn man einschläft oder was, dass hier jemand hinkommt, an die Angelsachen geht oder sonst irgendwas. Also der komplette Bereich ist komplett abgesperrt. Kann ich Atmosphäre ist eigentlich optimal. Also. Aber das mit dem abgesperrten Bereich. Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also ich kenne es ja von den Flussangeleien oder aus den Stillgewässern. Da ist ja nichts irgendwie umzäunt oder sowas. Da hat man, da ist man ja gezwungen, immer mit einem offenen Auge zu schlafen. Und gut, über die Jahre gewöhnt man sich das an. Und dann ist bei jedem ungewöhnlichen Geräusch wird man da halt wach. Aber so, ja genau. Und so, wenn man mit dem Gedanken einschläft, das Gewässer oder der Bereich ist hier umzäunt und ja gesichert, dann schläft man anders und schläft man auch anders ein, als wenn man jetzt irgendwo mitten in der Walachei sitzt. Aber gut, dass du es ansprichst. Die Anlage kann ich auch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Kommt vorbei und probiert das selber aus. Macht es vielleicht besser als wir, also was Störe angeht. Und ja, in diesem Sinne, Leute, besucht uns, besucht die sozialen Netzwerke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.